Wenn ich daran denke, wie ich mich damals so fühlte, glaub mir mein Leben eine einzige Lüge. Im Buch meiner Sünden kann ich nicht mehr radieren, aber in der Zukunft mit dem Herzen probieren. Nicht mal mir selber, nicht mal mir konnte ich trauen. Satan hat mich im Leben so oft schon verhauen. Es war richtig schlimm, sich so täglich zu quälen. Ich dachte schon daran, einfach den Freitod zu wählen. Doch es kam auch eine andere, eine bessere Zeit. Ich fühle mich ganz neu mit dem Heiligen Geist. Ich war meist alleine und ging so oft geduckt. All diese Schatten haben mich einfach verschluckt. War nur noch down und konnte ehrlich nicht mehr. Meine Tränen bilden heute das schwarze Meer. Ich hatte keine Wege und keine Ziele und viel Hass auf die Frau da im Spiegel. Mein größter Feind war die Frau da im Spiegel. Ohne Gottes Liebe konnte ich den Hass nicht besiegen. Von der alten Shorty ist auch nichts mehr geblieben. Ein Grund mehr, Jesus zu lieben. Mein größter Feind war die Frau da im Spiegel. Mit Gottes Hilfe konnte ich den Hass dann besiegen. Von der alten Shorty ist auch nichts mehr geblieben. Ein Grund mehr, Jesus zu lieben. Tage. Ja, so lange folge ich meinem Herrn nun schon nach. Und er hat gehalten, was er damals versprach. Ich merke die Veränderungen echt Tag für Tag. Zum Beispiel bin ich heute ein richtiger Freund. Absolut ehrlich und vor allem auch treu. Ich habe auch gelernt, mit dem Herzen zu sehen und anderen Menschen ihren Mist zu vergeben. Als Teenie habe ich mich dann auch mal geprügelt. So was Primitives käme nie mehr in die Tüte. An manchen Tagen habe ich auch mal gelästert. Heute bin ich straighter, das ist einfach korrekter. Früher habe ich verachtet und dann einfach gewendet. Heute sehe ich hin und reiche helfend die Hände. Heute habe ich Wege und ich habe Ziele und kein Hass mehr auf die Frau da im Spiegel. Mein größter Feind war die Frau da im Spiegel. Ohne Gottes Hilfe konnte ich den Hass nicht besiegen. Von der alten Shorty ist nichts mehr geblieben. Ein Grund mehr, Jesus zu lieben. Mein größter Feind war die Frau da im Spiegel. Doch mit Jesus Hilfe konnte ich den Hass dann besiegen. Von der alten Shorty ist auch nichts mehr geblieben. Ein Grund mehr, Jesus zu lieben.